Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Ich, Capitano. Ich bin kein Capitano, ich bin Nestu und heute an meiner Seite ist die Lida. Hallo Lida. Hallo. Lida, es ist ja fast schon Tradition, dass wenn wir beide podcasten, dass ich immer mit einer ersten Frage stelle. Du hast den Film ja schon gesehen. Auf welchem Festival war es denn dieses Mal? Das war letztes Jahr in Venedig auf der Biennale. Das ist jetzt fast ein Jahr her, oder? Ich würde sagen ein halbes Jahr. Die Biennale ist ja immer so im September oder Ende Januar bis Anfang September. Das heißt noch nicht ganz ein Jahr, aber lange. Ja, ich, Capitano, startete bei uns am 4. April und hatte vor einiger Zeit noch die Chancen, einen Oscar als bester fremdsprachiger Film zu gewinnen. Wie wir mittlerweile wissen, dieser Preis ging an Zone of Interest. Nichtsdestotrotz ist der Film durchaus Gesprächsthema. Das liegt zum einen am Regisseur Matteo Garron, italienischer Regisseur, der davor ein paar sehr interessante und auch bekannte Filme gemacht hat. Zum Beispiel das Märchen der Märchen kenne ich oder Gomorra. Fällt dir noch jemand ein? Dogman, Pinocchio, er hat so ein bisschen so eine Märchenader mal eine Zeit lang gehabt, schien es. Ja, wobei ich ja sagen muss, die Märchenader kommt bei Ich, Capitano hin und wieder auch wieder zum Vorschein. Aber gut, darüber reden wir jetzt gleich. Bevor wir uns eingemacht gehen, Lida, kannst du uns eben kurz verraten, worum geht es in Ich, Capitano? Es geht um die beiden senegalesischen Teenager und Cousins Seydou und Moussa, die Richtung Europa aufbrechen, wie viele Menschen aus ihrem Land und aus der afrikanischen Region und dann eine Odyssee mit vielen Rückschlägen, Gefahren und einer Trennung der beiden, die eigentlich als Freunde immer zusammenbleiben wollen, durchleiden müssen, bis es schließlich zu dem Moment kommt, an dem sie den Ozean überqueren müssen, um dann hoffentlich an der italienischen Küste anzulegen. Und dort wird die Reise dann zu einer ganz besonderen Herausforderung für Seydou, der das Schiff steuern soll, obwohl er keine Erfahrung hat. Aber das sollte ich vielleicht zur Einordnung sein. In diesem etwa 2 Stunden langen Film ist das etwa das letzte Viertel. Also die Reise über den oder die Odyssee, diese mit ständigen Detouren verbundene Irrwanderung über den Kontinent Richtung Startpunkt für die Schiffsüberfahrt nimmt den Großteil des Films ein. Da war ich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich alleine wegen dem Titel schon halt dachte, okay, dass diese Bootsgeschichte ein größerer Part ist. Ist ein wichtiger Part, aber du hast absolut recht, der kommt wirklich sehr, sehr spät. Ja, wir müssen nicht drüber reden. Diese Geschichte, die erzählt wird, ist so aktuell wie selten zuvor mit den beiden Flüchtlingen. Der Film fokussiert sich relativ stark auf Seydou. Es gibt eine gewisse Zeit lang, wo auch sein Cousin auch nicht da ist. Ich werde jetzt aus Spoilergründen nicht verraten, was mit ihm passiert. Ich bin ein bisschen zwiegespalten bei dem Film. Ich finde ihn zum einen sehr wichtig und ich finde, dass er einem gut erklärt oder gut aufzeigt, wie stressig und wie gefährlich und welchen Strapazen diese Reise, nenne ich es mal, wobei es ist keine Reise, es ist eine Flucht, kann man jetzt nennen, wie man will, von diesen beiden jungen Männern ist, von Senegal fängt es an und es endet ja in Sizilien. Ich bin mir aber unsicher, was ich davon halten soll, dass der Matteo Garron daraus, ich möchte fast schon sagen, so eine Art Abenteuergeschichte gestrickt hat. Er spart ein paar Sachen durchaus aus, ein paar Sachen zeigt er einem, wenn auch nicht so drastisch, wie es mir gewünscht hätte. Nichtsdestotrotz kann ich mir durchaus vorstellen, dass dieser Film bei einem gewissen Teil des Publikums dennoch einen, in Anführungszeichen, positiven Effekt hat. Wie ist es bei dir? Findest du auch, dass der Film vielleicht ein bisschen zu sehr abenteuerlastig geraten ist? Du hast jetzt sehr gut schon viele kritische Aspekte angerissen oder angesprochen, die mir mehr als übel aufgestoßen sind. Und einer davon ist natürlich, dass dieser Film du erwähntest da, er erklärt sehr gut, es ist offenbar eine Art Erklärfilm, der ganz konkret für ein europäisches Publikum gemacht wurde. Und hier haben wir den nächsten problematischen Aspekt, auch aus einer europäischen Perspektive. Wir sehen hier also nicht die authentischen Zustände, sondern immer nur Stereotype Figuren
Und wir spüren in jeder Szene diese Außenperspektive. Dass das jetzt so ist, okay, jetzt sollen die Europäer mal verstehen, wie das so kommt und wie schlimm das ist und wie dann so eine Reise geht. Und das alles ist aber schon in der Zusammensetzung so ein bisschen so wie eine Seifenoper, wo man sagt, so viel passiert doch niemals immer den gleichen Charakteren, die dann ja auch immer wieder rauskommen aus Situationen, die für gewöhnlich dann Endstationen sind, damit es weitergehen kann. Und dann auch, dass wir hier viele Lücken haben und tatsächlich auch viel Idealisierung, auch wenn man es erstmal vielleicht nicht so annimmt. Da ist zum Beispiel schon mal der Aspekt, die beiden flüchten und wenn Leute wie du, lieberst du oder ich, sich etwas mehr mit dem Thema Migration und Wirtschaftsmigration, Flucht und so weiter auseinandergesetzt haben und dazu eher eine realitätsbezogene linksliberale Einstellung, dann wissen wir, dass es da sehr schlimme Zustände gibt, Armut, keine Form von wirtschaftlichen Perspektiven, auch die Klimakatastrophe, die sich immer stärker auf den afrikanischen Kontinent auswirkt, obwohl sie von uns hier in den westlichen oder sogenannten westlichen Ländern, in den reichen Ländern verursacht wird, sind die anderen, die darunter leiden. Aber wir sehen zum Beispiel nicht, dass die beiden jetzt irgendwie konkret leiden. Es wirkt wirklich so, als ob die einfach was Besseres wollen, obwohl es ihnen doch relativ gut geht und die leben auch in Senegal, das eines der sichersten und wirtschaftlich noch stabilsten und bestentwickelsten afrikanischen Länder ist. Also Senegal, ja, Infrastruktur, alles auf einem wirklich hervorragenden Level. Sehr gute Bildungschancen und so weiter. Das wirkt nicht wie eine wirkliche angespannte Notsituation. Und damit fängt es schon an, dass man das Gefühl hat, die könnten doch da bleiben. Tatsächlich, dieses Gefühl hatte ich auch. Und diese Frage, warum flüchten sie? Also was heißt flüchten? Also es wurde mir auch nie wirklich als Flucht verkauft, weil da, wie gesagt, sie waren ja keine politischen Verfolgten. Du sagtest schon, es geht ihnen halt wirklich ganz gut. Auf der anderen Seite dachte ich mir aber auch, hey, aber sie haben halt in Anführungszeichen diesen Traum, dass sie nach Europa möchten, wo es ihnen dann laut ihrer Aussage oder ihrer Vorstellung einfach besser gehen wird. Und ich kann niemanden verwehren, dass er oder sie versuchen möchte, diese Chance zu ergreifen. Aber es stimmt schon, dass der Film es nicht so gut hinbekommt, mir klarzumachen, aber warum machen sie das jetzt? Weil sie ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie komplett blauäugig rangehen. Natürlich haben sie viele Sachen nicht richtig bedacht und viele Sachen überfordern sie auch. Aber es ist ihnen, glaube ich, schon klar, dass es ein hartes Stück Arbeit ist, das auf sie zukommt. Aber irgendwie bekommt das Drehbuch das nicht so richtig hin. Leider. Ja, und es gibt ja damit, und das ist eben sehr problematisch, auch rechten oder konservativen oder antimigrantischen Ressentiments Aufwind, weil es eben nicht zeigt, diese Menschen sind wirklich verzweifelt, die haben keine andere Alternative. Und dadurch, dass wir hier diese beiden Jungen haben, die ja nun auch nicht mehr so klein sind, wirkt es auch so, dass die beiden ja völlig uninformiert sind. Also diese Naivität traut man ja Teenagern in dem Alter gar nicht mehr zu, dass die nicht wissen, dass da unzählige Leute bei der Flucht sterben oder eben irgendwo hängen bleiben, nie ans Ziel kommen, zurückkehren müssen. Das ist ja auch dieser Punkt, dass es eben so eine Art Bogenwanderung gibt, dass die Leute dann da abprallen, dass viele auf ewig in irgendwelchen Camps festsitzen. Dafür haben die Leute, die aufbrechen, ja durchaus ein Bewusstsein. Absolut. Die sind nur so verzweifelt, dass sie eben selbst die minimale Chance nehmen und sich daran klammern, in der Hoffnung, irgendwie ein besseres Leben führen zu können oder überhaupt leben zu können. Und dann geht es ja auch weiter, wie diese beiden Jungen da ihre Reise erleben, die sowohl in den epischen Bildern, in der ganzen Optik und dem, was ihnen da passiert, einfach, wie du es schon ansprachst, wirkt wie ein Unterhaltungsabenteuerfilm. Und das ist eben sehr abgeschmackt, dass hier das Publikum in seiner privilegierten Lage sich einfach unterhalten fühlen soll durch das sehr reale Leid der Menschen, die hierher kommen wollen. Und das ist einfach geschmacklos. Ja, so gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen bei meiner Beurteilung, aber es hat ein Geschmäckle, so würde ich es sagen. Und es gab auch wirklich auf dieser Reise auch so ein paar Sachen, die ich wirklich fragwürdig fand. Es gibt zum Beispiel einen Moment, wo Seydou, ich nenne es mal, zu einer Art Menschenhändler-Mafia kommt. Da sehen wir auch kurz Folter. Und er kommt halt eben raus mit einem etwas älteren Mann, der Handwerker ist. Und dann sollen sie halt bei so einem
in so einer Wüstenvilla irgend so einen Brunnen halt bauen. Und das Ganze wird mir so ein bisschen verkauft wie, ja, das war jetzt alles schlimm, aber guck mal, er hat jetzt mit diesem älteren Mann, diesem Handwerker, einen guten Freund gefunden, der hilft ihm. Und ich saß da im Kino und dachte, ach, jetzt ist ja alles gut, bis mir selbst irgendwie klar geworden ist, nee, eigentlich ist es immer noch komplette Scheiße eigentlich, die da passiert. Und da fehlt mir einfach, dass der Film dem Publikum nochmal wirklich klar macht, Leute, das ist Sklaverei, was ihr gerade seht. Aber es wirkt irgendwie nicht so. Es wirkte auf mich auf dem ersten Blick so ein bisschen wie der Schüler und sein Mentor, die gerade so ein bisschen inneren Frieden finden, weil sie dieses Projekt abschließen können. Und dann ja noch das, was wirklich das Ganze trumpft. Und ich denke, diese kleine Episode können wir hier auch mal spoilern. Wenn ihr es nicht hören wollt, dann haltet euch jetzt etwa für 10 Sekunden die Ohren zu. Aber dann Ohren wieder auf, denn es geht hier natürlich weiter mit interessanten Fakten. Die werden einfach freigelassen. Als ob das passieren würde, als ob wirklich jemand, der Menschen als Arbeitssklaven gekauft hat, sagt, okay, ihr habt mir jetzt hier einmal einen Springbrunnen gebaut und gute Arbeit, ihr seid offenbar sehr kompetent, dann schenke ich euch die Freiheit. Wenn überhaupt, würde man sich da ewig abplackern müssen und dafür einen winzigen Bruchteil Geld kriegen, damit man dann vielleicht in 10 oder 15 Jahren, wenn man sowieso so kaputt gearbeitet ist, dass man nicht mehr wirklich schaffen kann, da irgendwann wieder rauszukommen. Aber so ein absurder eben Drehbuch-Euphemismus, und das zieht sich mehrfach durch die Handlung dieses Films, dass man auf einmal eine Wendung zum Guten hat, genauso erzwungen wird wie die Wendungen zum Schlechten. Und das gibt dem Ganzen eben eine Seifenopernstruktur. Und was eben auch auffällt, dass es so erscheint, als ob die Hauptrisiken und die Hauptbedrohung, die wirklichen Ausbeuter der Menschen auf dem afrikanischen Kontinent, eben andere Menschen dieses afrikanischen Kontinents wären, als ob die sich eigentlich alle nur selber das Leben schwer machen. Und so ist es nicht. Da wird eben diese ganze Ausbeutungsstruktur, die eben so gemacht ist, dass Weiße und die reichsten Länder dieses Planeten davon profitieren, dass es anderen schlecht geht, komplett unter den Teppich gekehrt. Und selbst, ich möchte jetzt nicht das Ende auch noch vorwegnehmen, aber selbst da gibt es eine positive Konnotation, die nur durch bestimmte Hintergedanken des Publikums eigentlich untergraben werden kann. Aber ich denke, man kann nicht automatisch voraussetzen, dass das Publikum diese Einstellung hat und eine mögliche kritische Haltung des Publikums quasi dem Film als Verdienst anrechnen. Ja, also über das Ende müssen wir wirklich reden. Also ich glaube, das können wir so gut, es geht spoilerfrei halten, weil ich auch dieses Ende, also als es kam, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich kurz nach Verlassen des Kinos da nicht auch so ein euphorisches Gefühl inne hatte. Aber relativ kurz danach schwappte es so über in mir und ich dachte, aber was hat er denn jetzt erreicht? Denn also das Ende wirkt halt so, als ob seine Reise zu Ende ist und jetzt ist alles gut. Aber man muss kein Experte sein zum Thema Flucht und Immigration, dass es Schwachsinn ist. Das geht ja, also dieses Martyrium wird vermutlich für ihn jetzt immer noch weitergehen. Und ich finde es schon irgendwie, auf der einen Seite kann ich es verstehen, dass man es positiv enden lässt, einfach der Hoffnung wegen. Auf der anderen Seite glaube ich einfach, wenn man aus diesem Film dann wirklich rausgeht mit einem guten Gefühl, ich weiß nicht, ob es der Message, ich glaube, es ist der Message nicht zuträglich genug. Weil ich weiß, also es kommt mir einfach so vor wie ein Film, der es sich halt einfach insgesamt zu einfach macht, auch um dem Publikum besser gefallen zu können. Aber am Ende finde ich, also am Ende wirkt es wie so ein erhobener Zeigefinger, wo aber vielleicht eigentlich eine Ohrfeige besser gewesen wäre. Zudem kommt ja auch hinzu, dass wir hier Europa, das ja eine feindselige Festung für die meisten flüchtenden Menschen ist, hier als wirklicher Himmel suggeriert wird. Wir kommen zwar nie rein, aber da ist ganz stark die Suggestion, da ist alles wunderbar und dann ist es gut. Und wir haben ja dann auch fast 2 Stunden lang gesehen, wie schlimm sich die Leute alle da massakrieren und gegenseitig ausbeuten, angeblich in Afrika. Hinzu kommt dann auch noch der ganz entscheidende Punkt der Appropriation. Dieser Film, der übrigens den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen hat, war der einzige, der irgendeine Form von Repräsentation nicht weißer Geschichten hatte. Neben dem Green Border von Agnieszka Holland, der sich aber um syrische Flüchtlinge drehte. Und hier haben wir also auf einem Festival, das keine Form von im Wettbewerb keinen einzigen Film vom afrikanischen Kontinent. Wie gesagt, es ist ein ganzer Kontinent, ja. Kein einziges Land
hat einen einzigen Film in diesen Wettbewerb gekriegt. Und wir hatten 5 oder 6 Filme aus Italien, 3 oder 4 hier, Frankreich, USA und so weiter. Und da denkt man sich wirklich, wie kann das sein? Und dann haben wir einen Film, der sich dieses Themas annimmt, aber komplette weiße Produktion. Bis auf die Darstellenden natürlich. Die sind dann tatsächlich von dort gecastet. Und dann eben mit dieser Form der für ein europäisches Publikum gemachten, abenteuerhaften, unterhaltungsmäßigen Aneignung dieser realen Problematik dieser Menschen. Nein, das geht einfach nicht. Und diese Charaktere ja auch vollkommen unglaubwürdig gemacht. Wir haben hier einfach nur Reißbrettfiguren. Die sind gut gespielt. Und die Namen sollen hier natürlich suggerieren, hier der Schauspieler Zeydou Zar spielt Zeydou, Mustafa spielt Musa, Mustafa spielt den Musa. Das soll natürlich suggerieren, das sind genau diese Typen, das ist 1:1 dokumentaristisches Spielfilmkino. Aber das ist es eben nicht. Es ist das genaue Gegenteil. Und das ist inakzeptabel. Und dass noch ein Filmfestival, das sozusagen zu den Top 5 zählt und das älteste der Welt ist, das so präsentiert, dem eine Bühne gibt und es auch noch auszeichnet mit dem Hauptpreis, das ist für mich absolut inakzeptabel. Was sagst du eigentlich zu den, ich sagte es zu Beginn schon, zu diesen, in Anführungszeichen, märchenhaften Aspekten? Es gibt ja durchaus 1-2 Szenen, in der Matteo Garron so ein bisschen was Fantastisches einbringt. Zum Beispiel, wenn Seydou in der Wüste auf seine vermutlich erste Tote trifft. Ich glaube, dass mir das, also ich hätte es, glaube ich, echt nicht gebraucht. Wie war es bei dir? Absolut, es verkitscht das Ganze und es passt auch strukturell nicht in die Geschichte, denn diese Elemente werden dann einmal ins Spiel gebracht, sind am Anfang noch relativ häufig da, verlieren sich dann aber völlig. Wenn man ein bestimmtes Stilmittel wie diesen magischen Realismus anwendet, müsste man es auch konsequent durchziehen, aber nicht so halbe Sachen machen. Und dann wirkt dieses spielerisch kitschige Element dann auch noch sehr zynisch und man fragt sich, für wen ist das eigentlich? Ist das, also man hat dann eher den Eindruck, dass das Ganze noch halb als Jugendfilm verkauft werden soll, dadurch, dass bestimmte Sachen systematisch abgeschwächt werden können. Denn wenn man jetzt in einige harte Szenen rausschneidet, die auch nur sehr kurz sind, etwa ein paar Bilder bei der Folterszene, könnte man den Film problemlos auch ab 12 oder ab 10 freigeben. Ja. Ich möchte jetzt nicht so hart klingen, weil er hat mir schon relativ gut gefallen, aber er hat halt für meinen Geschmack einfach ein paar Aspekte drinnen, die ich nicht so wirklich gut heißen kann. Und wie gesagt, am meisten gestört hat mich wirklich, dass ich zu Beginn mit so einem guten Gefühl aus dem Film gekommen bin. Ich glaube, das ist bei so einer Art Thematik eher unangebracht. Nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, das ist ein guter Film, glaube ich, um damit eine Diskussion oder zumindest eine Abhandlung oder eine Beschäftigung zu einem Thema zu beginnen. Oder um es ganz fies auszudrücken, es ist ein guter Schulkinofilm. Ich finde, das ist ein Film, den kannst du dir angucken und danach kannst du mit deiner Arbeitsgemeinschaft in Deutsch oder Geschichte erarbeiten, was der Film erzählt, wo er vielleicht falsch liegt und wie der aktuelle Stand ist. Aber ich für meinen ganz subjektiven Geschmack fand den gut, aber mir hat halt einfach die Schärfe, mir hat die Ohrfeige gefehlt. Wie ich schon sagte, es ist so ein Film, der ist mit erhobenem Zeigefinger und schaut, wie schlimm das alles ist. Aber er traut sich dann einfach nicht mal wirklich einen in den Hintern zu treten. Und ich glaube, das ist bei so einer Thematik durchaus angebracht. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu Ich, Capitano, außer dein Fazit? Nein. Gut, da ich ja gerade eben mein Fazit quasi gefällt habe, lasse ich dir die Bühne für dein Fazit jetzt. Ja, Io Capitano, ein gut gespielter, allglatt inszenierter und zynisch bis kommerziell konzipierter Film, der sich eine Perspektive aneignet, mit der Regisseur und sämtliche Teilhabenden, abgesehen von den Darstellenden, komplett überfordert sind. Das ist einfach nur Hollywood-deskes Unterhaltungskino gemacht für eine explizit weiße Zuschauerschaft, die sich daran unterhalten soll, dass andere Leute um ihr Leben kämpfen. Und dieser Kampf wird dann nicht mal authentisch und wahrheitsgemäß dargestellt, sondern verkitscht und idealisiert mit einem fragwürdigen, konservativen bis leicht rechts angelehnten Beigeschmack, den der Regisseur natürlich wunderbar dadurch verstecken kann,
dass er so tut, als ob ihm diese Geschichte und diese Menschen am Herzen liegen. Und ich denke, das ist wirklich einfach nur, ja, Kalkulation der übelsten Sorte. Sucht euch Filme von Menschen, die wissen, wovon sie reden. Guckt Filme von Filmschaffenden der diversen afrikanischen Länder. Wir haben viele tolle Filmschaffende, deren Werke komplett untergehen. Seht euch das an. Wenn ihr was sehen wollt, das ein bisschen realistischer Migration darstellt und auch dort lief in Venedig, dann guckt Agnieszka Hollands Green Border oder noch besser, guckt den Horrorfilm von Remy Weekes, His House, Horror Thriller, aber geht ausgezeichnet mit der Realität von Migration um und befasst sich ebenfalls mit einem Paar, das nach Großbritannien in dem Fall dann gekommen ist, aber nicht den von Matteo Garrone. Green Border habe ich nicht gesehen, aber His House kann ich auch empfehlen. Der ist wirklich ganz, ganz toll. Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und andere Podcasts gibt. Und außerdem haben wir eine Webseite www.tele-stammtisch.de. Ich sage Tschüss und Lieder, dir gebührt das letzte Wort. Au revoir. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.